Haydn und der späte Mozart, der späte Haydn und der späte Mozart haben die Klarinette im Orchester verwendet, ziemlich zurückhaltend. Ja, die Oboe wird extensiv genutzt, die Flöte ja auch. Bei der Klarinette spürt man eine gewisse Vorsicht, wenn man in die Orchesterpartituren schaut. In der Kammermusik Mozarts überhaupt nicht, aber in der Orchestermusik schon eine gewisse Zurückhaltung, bei Haydn auch noch. Bei Beethoven inzwischen schon nicht mehr. Wir sehen da, die Klarinette ist voll etabliert und insbesondere mischt sie sich wunderbar mit dem Fagottklang. Ja, also Klarinette und Fagott, da machen sie nichts falsch. Wenn Sie die beiden zu einem schönen vierstimmigen Satz wie hier, no, das ist kein vierstimmiger Satz, aber es sind immerhin vier verschiedene Stimmen. Klarinetten in Wenn A, Sie die das heißt, kombinieren, wenn da machen G Sie steht, erklingt überhaupt nichts falsch. E. Wenn da E steht, erklingt C, nein, nicht C, Cis natürlich, ja. Ja, immer die kleine Terzzeichnung, ganz nüchtern. Die Tatsache, dass da C-Dur vorgezeichnet ist, hat nichts damit zu tun, dass am Ende bei einer Berechnung Cis rauskommen kann. So, oben haben wir notiertes C, das wird A, das E hatten wir schon. H wird, D wird H, H wird Gis. Das ist das, was da erklingt. Sie kennen die Stelle? Wenn Sie zweite Beethoven kennen. Die mischen sich wunderbar. Was machen die Hörner eigentlich? E-Hörner sind das, ne? Wenn die E-Hörner sind, das hier ist notiert, das C, das geht eine kleine Sechste abwärts. Das sind die Hörner. So geht es, nicht? Und da haben wir noch den Orchesterbass darunter. Das sind die Hörner in E, kleine Sechste abwärts in der Tenorlage. YouTube ist der Freund oder Ihre Freundin. Hören Sie sich das im Original an. Ja, die Bassklarinette. Wichtiges Nebeninstrument natürlich der Klarinette. Heute auch sehr bedeutsam in der Unterhaltungs- und sonstiger Musik, aber natürlich auch im großen Orchester. Wagner hat sie gerne verwendet für dunkle, düstere Stimmungen, tragische Dinge. So wie das Englisch schon eigentlich auch, aber mit einer etwas anderen Färbung. Und bei seinen Paris-Aufenthalten hat Wagner die Bassklarinette tatsächlich auch so notiert, wie das in Frankreich üblich war. Die französische Notation, das ist aber diejenige, die auch heute noch üblich ist. Bei der französischen Notation schreiben wir, schreiben alle die Bassklarinette in den Violinschlüssel und lassen sie dort einfach um eine None transponieren. Eine None abwärts. Die Bassklarinette in B hat ja erstmal die Sekunde, aber dann eben auch noch zusätzlich die Oktave. Die Sekunde wäre die Normalklarinette, die Oktave, die None ist die Bassklarinette. Das Ding transponiert also wie ein normales tiefes Horn in B tatsächlich auch transponieren würde. Das ist zweckmäßig. Deswegen, weil Sie dann nämlich Ihre Normalklarinette beiseite legen können, einfach das große Instrument nehmen. Ja, was heißt einfach? Ne? Also ich habe immer gesagt, man kann schnell zwischen Haupt- und Nebeninstrument wechseln. Das werden natürlich die Flötistinnen und Flötisten bestreiten und sagen, nur Piccolo-Flöte ist was völlig anderes. Englischhorn ist doch was völlig anderes. Da muss man jahrelang studieren. Muss man ja auch, ist ja richtig. Aber doch mal vergleichsweise ist es einfach. Ne? Bei der Klarinette eben auch. Sie können noch relativ leicht zwischen den Instrumenten wechseln. Und finden dann immer die gleiche Notation vor. So sollten Sie das auch tun heutzutage. Notieren Sie die Bassklarinette im Violinschlüssel, lassen Sie um eine None transponieren oder möglicherweise auch um eine Dezime. Wagner hat meistens die Klarinette in A notiert. Gerne immer dann, wenn es ging, die Klarinette in A, selbst dann, wenn es nicht ging. Denn was haben wir denn hier unten eigentlich? Ne? Was ist das denn hier? Das ist die französische Notation. Eine Linie C, B, As, G, G, Ges. Die werde ich Ihnen nachher in einem Zusammenhang noch zeigen. Das ist aus dem Tristan, zweiter Aufzug Tristan. Notiert klingt das so. Das ist die Geschichte. So, und wenn Sie jetzt die Bassklarinette in B wählen, wird es eine None tiefer klingen. Aber hier haben Sie tatsächlich die Klarinette in A, die sich Wagner vorstellt. Wenn das der Klang ist, ne, dann ist es eine Terz über Oktave, das ist die A-Klarinette. Ne, das ist das, was dabei am Ende herauskommen soll. Eine Dezime tiefer, eine kleine Dezime tiefer. Die französische Notation kommt dem Spieler entgegen. Sie können schnell wechseln zwischen den Instrumenten, weil sie die gleiche Notationsform vorfinden. Und die Komponistinnen und Komponisten, Arrangeurinnen und Arrangeure und ich weiß nicht, wer sonst noch alles, muss sich ja nur einmal merken, in welchen Notationsbereichen klingt eine Klarinette wie. Und dann wird die Bassklarinette, wenn sie die entsprechende den Notationsbereich hat, in der Notation das entsprechende Register hat, wird sie dort auch real dann
nach unter dem Transpositionsintervall natürlich versetzt, auch dort entsprechend gut klingen. Wie eine andere Klarinette, das ist auch der. Die französische Notation Standard in heutigen Partituren, so sollten Sie notieren, so habe ich das auch immer gemacht und werde das auch weiterhin tun, falls ich nochmal für Bassklarinette schreiben sollte. Die deutsche Notation, das ist jetzt eine andere Hausnummer. Da sagt man sich, naja, es ist ja sinnvoll, ein Bassinstrument auch im Bassschlüssel zu notieren. Hier unten sehen Sie das, ein schöner Bassschlüssel. Und wenn es eine A-Klarinette ist, klingt das Ding hier eine Terz tiefer. Schön und gut. Ne? Sieht eigentlich mehr nach Bass aus als in der französischen Notation. Violinschlüssel, dann soll man ahnen, dass ein notiertes Ass hier ein klingendes kleines F ergeben soll. Kommt man ja vielleicht nicht drauf. Das ist der Vorteil der deutschen Notation. Das ist aber auch schon der einzige Vorteil der deutschen Notation. Denn in dem Moment, wo jetzt doch die höheren Lagen der Klarinette drankommen, dann wechselt man aus dem Violin oder wechselt man in den Violinschlüssel und auch im Violinschlüssel haben Sie dann nur das kleine Transpositionsintervall. Also kurz gesagt, Sie notieren im Bass- und Violinschlüssel immer um eine Sekunde abwärts. Ganz einfach. Um eine Sekunde abwärts. Das ist die deutsche Notation. Die hat Wagner vor allen Dingen auch gerne verwendet. Gerade Wagner hat sie verwendet. In den Wagnerischen Partituren finden Sie die ziemlich oft. Die deutsche Notation. Violinschlüssel. Dann um die Sekunde oder Terz, wenn Wagner die A-Klarinette verwendet, was er gerne tut, abwärts. Und dann im Bassschlüssel auch nur um die Terz abwärts. Der Nachteil ist natürlich, dass Klarinettisten dann eine neue Assoziation zwischen Griff und Notenbild lernen müssen. Das wäre viel einfacher, wenn alles im Violinschlüssel um das große Intervall versetzt wird. Aber man kann sich daran gewöhnen. Viele Komponisten notieren dieses, weil sie sagen, das ist irgendwie logischer und ich liege näher am Bassregister. Ich kann mich erinnern, in meinem Kompositionsunterricht habe ich mal ein großes Orchesterstück geschrieben. Wie wahnsinnig war ich damals, wie verwegen, aber egal. Habe natürlich eine Bassklarinette verwendet und dann hat mein großer Meister Gisela Klebe, wie das immer so war, sich die Partitur geschnappt, studiert, 5 Minuten gar nichts gesagt. Ich saß dann da, der Blutdruck stieg, der Schweiß brach mir aus. Und irgendwann nach 5 Minuten sagt er, Dings, dead klingt einfach nur falsch. Ich habe gesagt, was klingt falsch? Naja, wenn Sie da unten so eine Sekunde hinpinnen, dead klingt einfach nur falsch. Ich habe gesagt, was ist eine Sekunde? Großer Meister, wieso ist das eine Sekunde? Ich habe doch darauf geachtet und pipapo, ich war den Tränen nahe. Schließlich entschuldigt er sich wortreich, ja, er hat die Bassklarinette falsch gelesen. Er hat sie so gelesen, wie er sie notiert hat, nämlich Wagner folgend in der deutschen Notation. Und ich habe natürlich brav, wie das im Kulitz oder sonst wo steht, die französische Notation verwendet. So passieren Missverständnisse, ja. Also, Sie sollten darauf gefasst sein, dass die Notation der Bassklarinette nicht trivial ist. Es kommt noch schlimmer, es gibt noch Spezialnotationen. Wenn Sie den Sacre studieren, da macht Strawinsky sein eigenes Ding. Er notiert im Bassschlüssel nach der deutschen Methode, nämlich um das kleine Intervall abwärts und im Violinschlüssel aber um das große Intervall. Ja? Dann würde dieser Klang nach der Strawinsky-Spezialnotation so aussehen. Hier lesen Sie eine Terz abwärts, Ass wird F oder G wird E oder Gest wird S oder F wird D. Und hier aber, wo noch der Violinschlüssel notiert ist, da haben Sie dann plötzlich das große Intervall in dem Fall, also die Dezime. Und dann sehen Sie hier so einen Bruch. Soll denn das gemeint sein? Ich spiele mal die Notation. Nee, das kann nicht gemeint sein, ne? Dieser Bruch. Das heißt, aus dem Zusammenhang kann man sich hier erschließen, dass das hier eine etwas eigenwillige Notation ist. Das Transpositionsintervall wechselt mit dem Schlüssel hier. Spezialnotation Strawinsky. Also, wenn Sie mal komponieren, machen Sie es wie ich. Nehmen Sie die französische Notation und Arnulf Herrmann wird das sicherlich verinnerlicht haben und Sie da jetzt nicht böse angucken, wie Gisela Klebe, der im Übrigen ein ganz toller Komponist und vor allem ein toller Mensch auch war. Das muss ich sagen. Ich habe Hochachtung vor ihm. Gisela Klebe, vor einigen Jahren gestorben, bedeutender Opernkomponist der Nachkriegszeit. Vor allem durch seine Opern ist er bekannt geworden. Ein Vollblutmusiker, ein Künstler und Intellektueller. War er. Ja, das ist die Stelle, das Original, zu dem ich gerade diesen Ausschnitt gezeigt habe. König Marke aus dem Tristan tritt auf, ist tief erschüttert über den Verrat, der ihm widerfahren ist. Und Wagner lässt dazu die dunkle Farbe der Bassklarinette auftreten. Leider nicht im Originalklang. Ich habe keine richtige freie Aufnahme von Wagner. Sie müssen sich mit einem kleinen Behelf zufrieden geben. Wagner, Tristan, 2. Aufzug, König Marke.
Ja, die S-Klarinette, die kleine Klarinette, D-Klarinette gibt es auch noch, S-Klarinette ist vielleicht bedeutender, klingt nicht so gut wie die Normalklarinette und sie wird gerne für karikierende Effekte verwendet. Und das macht Berlioz hier in der Symphonie Fantastique im Hexensabbat. Die Geliebte durch die Idee fix, spielen wir hier die schöne C-Dur-Notation, etwas verändert, nicht? Das ist die Original- oder ungefähr die Originalfassung der Idee fix. Und die wird hier karikiert. Ja, wie muss man das lesen? Eine kleine Terz höher. Spiele ich C, müsste S erklingen. Spiele ich Fis, müsste A erklingen. Spiele ich B, G, muss B erklingen. Eine kleine Terz höher. Na, das ist es hier. Und so weiter und so weiter. Die übrigen. Ja, die Oboen ist klar, die Klarinette in C wird hier verwendet. Warum nicht die B-Klarinette, würde ja naheliegen. Ja, vielleicht, weil sie ein bisschen weniger edel klingt auch hier. Nicht? Das Ganze hat so einen fratzenartigen Charakter. Die Oboen, die Klarinetten. Und so weiter. Ja. Dazu kommt noch das Fagott und macht so komische Figürchen. Ne? Da sieht man also die entstellte, die verzerrte Fratze. Ein Albtraum, den Berlioz hier schildert. In Frankreich stehen ja auch die Saxophone groß und hoch im Chorus. Ein einzelnes Saxophon, das kann ich Ihnen sagen, kann in der klassischen Musik, in klassischen Zusammenhängen, naja, ziemlich langweilig werden. Ich saß mal in einem Konkurs in Nancy, war das, da waren so einzelne Saxophone, naja, das war schön. Und gut, und die haben sich alle Mühe gegeben. Dann trat plötzlich ein Quartett, ein Saxophonquartett auf und man war erschlagen von der Wirkung. Unglaublich. Adolf Sachse, warum hat er das vor 150 Jahren ungefähr gefühlt? Wir hatten vor ein paar Jahren, Sie können sich vielleicht erinnern, hatten ein Jubiläum, Adolf Sachs und das Saxophon vielmehr. Warum hat er das erfunden? Naja, er hat sich gesagt, es wäre doch schön, wenn wir die Eigenschaften von Klarinette und Oboe miteinander vereinigen könnten. Die einfache Spielbarkeit, das Einfachrohrblatt der Klarinette mit der Klangfülle, der Obertonfülle der Oboe. Nicht? Ein Klarinettenmundstück, ein Saxophonmundstück, die ähneln sich doch ganz stark. Man kann gut dazwischen wechseln. Das Saxophon ist auch nach dem Böhm-System gebaut. Sie können mit der Böhm-Klarinette gut abwechseln, mit der deutschen halt nicht so gut. Aber mit der Böhm-Klarinette, und als wir unter Eduard Bronner viele Franzosen hatten und Luxemburger vor allen Dingen oder Schweizer, die bei uns studiert haben, da sind einige von denen dann in die Jazzabteilung abgewandert oder in den U-Musikbereich, weil sich die Klarinette dort mit dem Saxophon gut trifft. Da kann man schnell wechseln, kann man gut wechseln, anscheinend. Nehme ich an, dass es so war. Von der Oboe hat das Saxophon die Eigenschaft, stark konisch gebaut zu sein. Viel stärker sogar als die Oboe, viel stärker konisch gebaut. Sie können sich erinnern, wenn Sie so ein Saxophon haben, ganz eng mensuriert am Mundstück und dann weit ausladend in Richtung Schallbecher und in Richtung Stürze. Dadurch sind, anders als auf der Klarinette, geradzahlige Teiltöne erreichbar. Und Sie können in die Oktave und sogar in die Doppeloktave im höchsten Register überblasen, wie bei einer Oboe, wie bei einer Flöte. Anders als bei der Klarinette. Da umgeht man das ein oder andere Problem auch dadurch. Also die besten Eigenschaften beider Instrumente wurden miteinander kombiniert, oder das war zumindest die Idee von Sachs. Das Instrument hat sich in der Klassik wenig durchgesetzt. Es gibt natürlich Komponisten, die das im Orchester eingesetzt haben. Bekannte Stelle ist in der Alésienne-Suite von Bizet, da gibt es ein schönes Saxophon-Solo. Auch sonst, es gibt auch Konzerte für Saxophon, es gibt alles. Ja? Aber so richtig heimisch ist das Instrument dort nicht geworden. Sehr wohl aber im Jazz. Das Saxophon ist natürlich das Jazz-Instrument schlechthin. Die Saxophonfamilie ist unglaublich umfangreich. Wir beschäftigen uns hier aber nur mit den wichtigen Instrumenten und das Hauptinstrument ist hier mal wieder das Tenorinstrument, das Tenorsaxophon. Das ist so das Saxophon schlechthin, was man sich vorstellt, wenn man an ein Saxophon denkt, ne? Die Größe, die Bauweise mit diesem gekrümmten, ja, diesem U-förmigen, mit dieser U-förmigen Krümmung. So stellt man sich ein Saxophon vor. Das Ding ist ein Tenor. Das heißt, es klingt eigentlich wie eine Bassklarinette. Es transponiert wie eine Bassklarinette. Klingt eine Note tiefer als notiert.
So, das obere Nachbarinstrument, die kleine Schwester, ist das Altsaxophon in S diesmal. Immerhin wie ein Horn in S, ja. Große Sechste abwärts transponieren. Der Klang ist eine große Sechste tiefer als die Notation, wie das Horn in S. Da ist ja wieder eine Klammer zu viel. Also dieser Computer hat es irgendwie mit den Klammern nicht, ne? Ich hätte gehofft, dass der das automatisch kann. Aber Sie wissen ja schon aus der letzten Vorlesung, dieser Computer ist ziemlich gut befreundet mit mir. Der wird das jetzt gleich live reparieren, wie ich ihn kenne. Tenorsaxophon und Altsaxophon bilden eigentlich die Basis des Saxophonquartetts, den Kern der Reed-Section in der Big Band. Zwei Altsaxophone, zwei Tenorsaxophone. Das erste Altsaxophon ist das Lied. Ah ja, sehen Sie mal, der hat das gemacht, ne? Der hat das einfach im Hintergrund verschwinden lassen. Ja, mein Computer, ich weiß nicht, ob es eine Computerin ist oder ein Computer, habe ich noch nicht gefragt. Vielleicht auch ein diverser Computer, keine Ahnung. Ist da ziemlich zuverlässig, nicht, wenn ich sage, Klammer weg. So, die Big Band Section, zweimal Alt, zweimal Tenor. Das erste Altsaxophon ist das Lead-Saxophon, LEAD geschrieben, nicht Lead wie im deutschen Lied, sondern die Führungsstimme. Und dann ein Alt darunter, ein Tenor, einen schönen, ja, vierstimmigen Saxophonsatz kann man sich vorstellen. Ja, das haben Sie ein bisschen im Ohr, wenn Sie an den Big Band Sound denken. Drüber, über dem Alt, gibt es noch das Sopransaxophon. Das sieht äußerlich wie eine Klarinette aus. Das ist gerade, das ist nicht mehr gebogen, es ist ja auch ziemlich kurz, es ist im Grunde so lang wie eine Klarinette, denn es ist in Hoch B gestimmt. Sopran in Hoch B, Tenor in S, große Sechste tiefer, habe ich Tenor gesagt, Alt. Alt eine große Sechste tiefer, Tenor eine None. Das Sopransaxophon klingt eigentlich wie eine Klarinette oder eine Trompete in B. Und es ist äußerlich allerdings auch wirklich der Klarinette ähnlich, habe ich gerade erwähnt. Allerdings deutlich konischer gebaut, nicht? Und deswegen saxophonartig. Das klingt also viel heller als eine Klarinette. Über den ganzen Tonraum auch. Der untere Nachbar des Tenorsaxophons ist das Baritonsaxophon. Das steht in Tief-S, also jetzt wiederum eine Oktave tiefer als das Altsaxophon. Ja, Tief-S heißt, wenn ich ein C spiele, sagen wir mal dieses C hier, das C2, dann erklingt nicht beim Altsaxophon ja das S1, sondern es klingt beim Bariton das kleine S. Oktave plus Sechste. Sopransaxophon, Klarinette in B oder Sopransaxophon auch, Altsaxophon, Tenorsaxophon, Baritonsaxophon. Ja. Oktave plus Sechste unter Notation klingend. Wenn Sie eine fünfstimmige Reed-Section, Saxophonsektion haben in der Big Band, dann ist gerne da ein Baritonsaxophon dabei. Das sondert sich so ein bisschen ab, das spielt dann nicht so einen Akkordsatz, wie ich das hier gerade angedeutet habe. Das spielt tatsächlich dann die Basslinie. Das, was auch der gezupfte Bass oder die Gitarre, die Bassgitarre oder was auch immer da besetzt ist, darstellen würde. Das Baritonsaxophon ist ein ziemlich wichtiges Instrument und zwar deswegen sehr wichtig, weil der langjährige Hauptsponsor unserer Jazzabteilung, ohne den gäbe es sie nicht in der Form, in der es sie gibt, nämlich August Wilhelm Scheer, Professor Dr. Dr. H.C. Mult. Informatiker, bedeutender über das Saarland hinaus, bedeutend wirkender Informatiker und Hochschullehrer und Unternehmensgründer, vor allen Dingen wird er sich als Unternehmer sehen, der hat und spielt immer noch gerne Baritonsaxophon. Nicht? Daher kennt man ihn in Saarbrücken, daher kennt man in Saarbrücken das Baritonsaxophon. Wenn Sie den mal irgendwo treffen, ist die Gefahr groß, was heißt Gefahr in Anführungszeichen, der Verdacht besteht, dass er sein Baritonsaxophon dabei hat. Ist ja nicht verboten, ist ja nicht schlecht, wenn Unternehmer und Wissenschaftler etwas verstehen von Musik. Ja, das ist die Reed-Section der Big Band. Leider habe ich jetzt kein Foto, kein rechtefreies, wertfrei vielleicht schon. Erstes und zweites Altsaxophon in S, drittes und viertes Saxophon ist das Tenorsaxophon in B und Bariton in Tief-S. Der große Glenn Miller hat am Ende des Zweiten Weltkriegs den Glenn Miller Sound entwickelt. Der besteht darin, dass das erste Alt, die Leadstimme, das Leadsaxophon, ersetzt wird durch eine Klarinette. Das ist der Glenn Miller Sound, zu dem ihre Großeltern getanzt oder sich kennengelernt haben oder beides. Einmal, das müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen, nur zur Demonstration, das ist der notierte Tonumfang aller Saxophone. Ja? Vom kleinen B bis hier oben, ja, so ungefähr drei gestrichenes S. Und die haben alle ein gutes, ein bestes Register, Best Practice könnte man sagen.
Und das ist hier ungefähr in der Mitte, das können Sie sich so merken, ne? Wenn Sie für Saxophon schreiben. Wenn Sie das in die Noten schreiben, liegen Sie richtig. Da oben sind Sie bitte vorsichtig und da unten, oh ja, das hat so seine Spezialklangfarbe. Da geht jetzt vielleicht nicht mehr alles genauso gut wie in der Mitte. So, wenn Sie sich das in der Notation merken, dann kommt natürlich jeweils ein anderer Klang raus aus dem Fis hier, dem notierten Fis, wird auf dem Sopran ein E, auf dem Alt eine große Sechste tiefer, ein A. So, das wäre die None und das ist nochmal das Baritonsaxophon. Die würden erklingen, wenn Sie den jeweils in Fis hinschreiben. Ich will Ihnen mal was sagen. Die Notation der Big Band ist das härteste, was ich in meiner Partiturspielkarriere jemals erlebt habe. Irgendwann kam ein Schulmusiker und sagte: Herr Dings, das alles mit den alten Schlüsseln und den B-Klarinetten ist doch langweilig. Machen wir doch mal Big Band. Ich sagte: Gut, ich finde das jetzt zwar sehr schwer. Ach nein, das machen wir, das machen wir. Gut, da habe ich natürlich eine Big Band Partitur mitgebracht. Und dann wurden die Herrschaften mit der Saxophon-Horror-Notation konfrontiert. Ja, das ist die Saxophon-Horror-Notation. Sie müssen jetzt im Hinterkopf behalten, das ist hier nur die Saxophon-Gruppe. Aber wir haben auch die Trompeten. Die Trompeten sind auch in B notiert. Die Posaunengruppe, Gott sei Dank, ist in C notiert. Ja, wie soll man sich das jetzt vergegenwärtigen? Das Schwerste, was ich erlebt habe im Partiturspiel oder nach wie vor erlebe, ist Saxophonnotation. Auch in klassischen Zusammenhängen. Klassischer Saxophonsatz ist auch nicht leichter. Da stehen Ihnen manchmal die Haare zu Berge, wenn Sie Saxophone in S haben, in einem Stück, das in E-Dur steht. Hier ist ein Saxophone. Altsaxophon ist hier in D-Dur notiert. So, das Altsaxophon, haben wir gerade gesagt, geht eine Sechste tiefer. Wenn also hier D-Dur notiert ist, was erklingt denn dann? Könnte das F-Dur sein, große Sechste tiefer. Tenorsaxophon ist in Tief B, Sekunde tiefer unter C. Naja, das sieht schon dann nach F-Dur aus. Wenn G-Dur vorgezeichnet ist, klingt dann halt F-Dur. Baritonsaxophon, da müssen Sie zwei Oktaven ab. Um Gottes Willen. Also, wenn Ihnen da jetzt die Haare zu Berge stehen, sind Sie in guter Gesellschaft. Das klingt hier tatsächlich. Das ist die klingende Notation. Irgendwann habe ich mich mal bei einem Jazzer erkundigt, kannst du mir nicht mal ein bisschen was zeigen zum Arrangieren? Dann habe ich ein Arrangement mitgebracht, ein Big Band Arrangement gleich. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dann habe ich ihn voll gefragt, ja, klingend oder transponierend notiert. Ist mir egal, sagt er. Obwohl, ja, mach ruhig eine klingende Partitur, auf Deutsch gesagt. Ja. So, das ist der Klavierauszug dessen, was Sie hier sehen und jetzt gleich hören werden. Okay, hören Sie sich auf YouTube Saxophonsätze an, wenn Sie das mögen. Oder suchen sich im Internet Quellen, wie setzt man für Saxophongruppe. Wir gehen mal weiter in das klassische Orchester wieder. Das Fagott. Italienisch heißt das Bündel. Ja, wenn Sie so ein Fagott sehen, ist es ja auch quasi so ein Bündel. Mehrere Rohre unten gebogen. Das Ding ist aber zunächst mal ein Doppelrohrblattinstrument, wie die Oboe auch. Und die beiden mischen sich ja auch gut. Oboe und Fagott mischt sich gut, aber Klarinette und Fagott mischt sich auch ausgezeichnet, haben wir schon gesehen. Ja, wie alle Blasinstrumente hat das Ding drei oder mehrere Teile in diesem Falle. Die Hauptteile sind der Flügel, in dem dann auch der zeigt zum Spieler, also zur Spielerin, zum Spieler. Der Stiefel ist das U-förmig gebogene untere Teil und die Bassröhre, in der steckt das Schallstück. Und im Flügel, da steckt das sogenannte S-Rohr, auf dem das Doppelrohrblatt steckt. Die U-förmige Biegung unten, die fördert bestimmte Teiltöne, nämlich geradseitige Teiltöne. Das liegt ungefähr in der Rohrmitte und da fördert das genau die Ausbildung der ja, zweier Multiplikationen vom Grundton, 2, 4, 8, 16, 32. Bis Teilton 48 kann man auf dem Fagott die Teiltöne nachweisen. Das ist ein extrem obertonreiches Instrument und vor allem klingt es eben doch anders als eine Oboe, in der gleichen Lage sowieso. Sehr, sehr obertonreich. Die Oboe ist das ja auch schon, haben wir gesehen. Ja, aber das Fagott erst recht. Das Fagott hat als tiefsten Ton ein B, wenn das normale B-Schallstück aufgesetzt ist. Wenn Sie das A-Schallstück aufsetzen, Wagner verlangt das, dann kommen Sie halt, ja, was glauben Sie denn, wohin Sie dann kommen? Ja, hier ist es mal wieder so, das Ding heißt tatsächlich genauso wie das, was es auch tut, nicht? Das offensichtlich ist der Fall, da kommen Sie einen Halbton tiefer bis zum A. Als ich in Ihrer Situation war, ich saß in der Vorlesung Instrumentenkunde und dann sagte mein Professor, der sehr verehrte Jürgen Ulrich, leider
schon längst verstorben, bedeutender Hochschullehrer, der sagte dann, ja, die Fagottisten nehmen dann eine Papierrolle und stecken die da oben rein. Okay, habe ich gesagt, du kannst mir was erzählen. Das ist ja wohl Quatsch. Nicht? Man nimmt doch nicht eine Notenrolle. Notenrolle, hat er gesagt, nicht nur Papier. Es muss Notenpapier sein, offensichtlich. Man nimmt das in eine Notenpapierrolle und steckt die da oben rein und kriegt dann das B. So ein Quatsch. Jahre später, als ich mich zum ersten Mal auf diese Vorlesung vorbereitete, lese ich im Eduardo Brunet, in dem schönen Reclam-Buch, was ich Ihnen auch empfohlen habe. Und damit die Fagottisten das A bekommen, stecken sie gerne eine Notenrolle oben in das Schallstück. Ja, da muss ich im Nachhinein sagen, Jürgen Ulrich hatte tatsächlich recht. Er hat sich dann in der Prüfung an mir auf intelligente Weise gerächt, nämlich er zeigte mir dann eine Stelle, Fagott, tiefes A. Dann habe ich gesagt, ja, da haben die dann eine Notenrolle reingesteckt. Da sagt er, nee, 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 Herr Dings, das ist kein A. Das war gar nicht nötig. Was ist da los? Ich war schier am Verzweifeln. Wieso ist das ein A? Ja, man muss dazu sagen, das A war übergebunden, hat dann Haltebogen in den vorhergehenden Takt. Der vorhergehende Takt, das war Brahms, ich glaube, vierte, ich bin mir nicht mehr sicher. Der vorhergehende Takt war auf der vorhergehenden Partiturseite, den konnte ich nicht sehen. Hat er gesagt, blättern Sie mal zurück hier. Und dann stand da ein A ist. Das war die kleine Rache von Jürgen Ulrich, ein sehr sympathischer Hochschullehrer. Ja, es gibt beim Fagott wie bei der Klarinette verschiedene Bauweisen. Das deutsche Fagott ist das, was Sie so in deutschen Orchestern natürlich kennen, von einem gewissen Johann Adam Heckel. Nicht? Das ist der mit dem Heckelfon wieder. Ne? Es sind doch immer die gleichen Personen, die einem in der Geschichte des Instrumentenbaus entgegenkommen. Sie kennen das aus dem Orchester, diese charakteristische Farbe des Holzes, oben ein weißer Zierring am Schallstück. Das Ding hat ziemlich viele Klappen. Das französische Basson hingegen, von einem gewissen Louis-Auguste Buffet, ja, gebaut. Das hat dunkles Rosenholz, edler, werden die Franzosen sagen, mit Recht. Und oben dieser weiße Zierring, der fehlt. Das deutsche Instrument hat wesentlich mehr Klappen als das französische. Ja, wesentlich nicht, ne? Aber es hat mehr Klappen, je nach System wahrscheinlich. Also es sind Details. Sie sollten nur wissen, dass die etwas verschiedene Systeme haben, auch verschiedene Anzahl von Löchern. Ja, das sind die Unterschiede, die Fagottisten ins Grübeln bringen oder ins Entzücken versetzen, je nachdem. Entscheidend ist aber, das deutsche Fagott ist mal wieder über alle Register relativ gleichmäßig gebaut. Hohe Lage, tiefe Lage, natürlich unterscheiden sich die Register im Klang, aber das Instrument ist auf Egalität, auf Perfektheit des Klanges ausgerichtet. Das französische Instrument ist enger mensuriert und hat dadurch einen besseren Diskant. Es wirkt auch ein bisschen nasaler. Ja, das deutsche Fagott hat diese Eigenschaft weniger. Ich erwähne das deswegen, weil wir heute ja versuchen, wieder die Musik auch des 18. und 19. und 20. Jahrhunderts sogar schon im Originalklang zu rekonstruieren. Nicht nur das 18., 16., 17. und noch frühere Jahrhundert, sondern das 19. Jahrhundert inzwischen auch und das 20. Es gibt Bestrebungen oder gab Bestrebungen, beispielsweise den Sacre von Stravinsky im Original darzustellen. Der Anfang des Sacre hat ein Fagott-Solo und das Fagott-Solo geht in die höchste Lage. Sie kennen das. Und die Fagottisten kennen das natürlich erst recht. Das hier ist gleich der dritte Takt, glaube ich. Ja, Takt 3 steht hier, dieses Fagott-Solos. Ein einsames Horn ist noch darunter. Wenn das ein Horn in F ist, dann ist das hier kein notiertes A, sondern ein D und danach ein Cis. Und das Fagott, was hat denn das Fagott da oben? Das hat ein C, ne? Kann das sein? C-Schlüssel, welches C ist das C-Schlüssel? C, das hier und das da. Der erste Ton hier ist eine Oktave höher natürlich. Das ist ein C. Ein D. Was habe ich da erzählt? Ja, natürlich. So wird das klingen. Und Stravinsky hat ja tatsächlich an das französische Basson gedacht. Diese extrem hohe Lage des Fagotts. Da hat er an Basson gedacht, nicht an ein deutsches Fagott. Ganz sicher nicht. Wenn Sie heute Sacre im Originalklang rekonstruieren wollen, müssen Sie Bassons besitzen und natürlich auch die ganzen anderen Instrumente in der entsprechenden Ausprägung. In Paris wurde das Sacre aufgeführt, 1913, die Uraufführung. Ein Skandal, einer der letzten ganz großen Skandale der Musikgeschichte. Es gab noch ein paar andere, besonders unangenehme Skandale in Deutschland. Stockhausen, der noch zur Adenauerzeit verfemt wurde. Das ist eine andere Geschichte, vielleicht in einem anderen Zusammenhang mal. Klarinette in A steht da, nicht? Da ist ein notiertes E, das wird ein Cis werden. Ne? Wenn Sie das jetzt nicht wissen, warum,
Schauen Sie noch mal in die letzte Vorlesung hinein. Was Klarinette in B, das wissen wir jetzt, wie es geht, ne? Notiertes B wird das hier, ne? Also ein Ass. Das heißt, wir haben Cis und Ass. Das müsste der Klang hier sein. Dann haben wir C und G hier. So geht es dann weiter. Ja? Der Anfang des Sacre, berühmte Stelle, sehr schwer zu spielen. Wenn Sie bei mir Partiturspiel studiert hätten, kapellmeisterliches Partiturspiel, hätten Sie das mal spielen müssen. Eine extreme Lage des Fagotts. Aber natürlich ist das Fagott vor allen Dingen in der Basslage zu Hause seit der Barockzeit das Bassinstrument schlechthin. Der tiefste Ton ist ein B, das habe ich vorhin schon erwähnt. Die A-Problematik. Das ist so das mittlere Register, das stärkste Register für melodische und sonstige Aufgaben. Prima geeignet und das hohe Register natürlich auch. Das Kontrafagott klingt genau eine Oktave tiefer. Wir werden das ganz kurz noch streifen am Ende. Eine Oktave tiefer notiert. Es geht nur bis hier. Ist natürlich in der Höhe auch nicht mehr optimiert. Wozu auch? Da braucht man es jetzt nicht unbedingt. Das Fagott selber geht schon ziemlich hoch. Dreimal dürfen Sie raten, was das hier oben ist, ne? Können Sie ja zu Hause mal nachrechnen. Tenorschlüssel, ja, das ist das C1. Vergessen Sie nicht, das ist dieses C. Das ist nicht dieses C, nicht dieses, nicht dieses, nicht dieses, sondern dieses C. Ne? Das ist das S. Das ist ein A. Und was ist das da oben wohl? Fragezeichen, spannende Frage. Kontrafagott klingt eine Oktave tiefer, würde eine Oktave tiefer klingen, wenn wir das jetzt gerade behandelten. Wir behandeln noch das Fagott. Wie der Kontrabass auch oktavierend notiert. In der Barockzeit gibt es das Trio d'Ange, das Trio der Zungenwerke, der Zungenregister, zwei Oboen und Fagott. Das klingt wunderbar. Nach dem Vorbild der barocken Trio-Sonate, zwei Violinen, Basso Continuo, hier eben zwei Oboen, zwei Fagotte. In der Wiener Klassik, oh ja, da fehlt ein Leerzeichen, Computer. Computer, kannst du mal bitte das Leerzeichen ergänzen? Dankeschön. Ja, in der Wiener Klassik wird die Oboe dann durch die Klarinette, die modernere Klarinette, ah, da ist es schon passiert, ne? Sehr schön. Computer, danke. In der Wiener Klassik wird eine Oboe durch die Klarinette ersetzt, eine der beiden, sodass wir dann das Trio d'Ange der klassischen Epoche haben. Oboe, Klarinette, Fagott. Die Rohrblattinstrumente, Doppelrohrblatt, Oboe und Fagott, einfach Rohrblatt, die Klarinette. Das Trio d'Ange. Aber hier ist ein Beispiel für das Trio d'Ange aus der Barockzeit. Das hat Bach in seinem ersten brandenburgischen Konzert in einem der beiden Menuette so verwendet. Das ist das Trio. Das Trio hat seinen Namen im Menuett davon, dass es oft ein Trio ist. Ursprünglich war es ein Trio. Und hier lässt tatsächlich Bach in einem der beiden Trios aus einem der beiden Menuette das Trio d'Ange solistisch diesen Teil ausführen. Leider habe ich keine rechtefreie Aufnahme, aber Sie hören ein kleines Imitat. Ja, allein an der Bassstimme sieht man schon, dass das Fagott einen gigantischen Tonumfang hat. Verglichen mit den Oboen zumindest. Ne? Die setzt Bach hier in ihrer perfekten Lage ein. Ne? Ziemlich perfekte Lage. Das Fagott jubelt er hier vom eingestrichenen D bis zum großen D rum. Zwei Oktaven. Ja? Der wusste genau, was er seinen Instrumenten zumuten konnte. Bach war ja Praktiker, auch wenn er sich mal angeblich mit einem Zippelfagottisten, ich glaube, in Arnstadt war das oder war das in Mühlhausen? Ich glaube, er in Mühlhausen geprügelt haben soll oder sogar gefochten haben soll. Im Orchester der Wiener Klassik ist natürlich das Fagott nach wie vor ein ehrenwertes Bassinstrument, aber es wird genau wie das Cello auch schon für Soli in der Tenorlage eingesetzt. Es wird auch am Harmoniesatz am Akkordsatz beteiligt. Es löst sich, es emanzipiert sich von seiner Bassaufgabe und nimmt an der Harmoniemusik teil. Haydn, dieser große Komponist und zugleich sehr bescheidene, selbstbewusst bescheidene Mann, das widerspricht sich ja nicht, soll gesagt haben am Ende seines Lebens: Am meisten bedauere ich, die Holzbläser erst im hohen Alter in vollkommener Weise eingesetzt zu haben. Eine vollkommene Weise der Einsetzung des Fagottes, finde ich, können wir beobachten im Anfang der letzten, der großen Sinfonie Nummer 104, der letzten Sinfonie Haydns, der letzten der Londoner Sinfonien auch. Das Ding fängt mit einer langsamen Einleitung an, besetzt übrigens hier ein Flötenpaar schon der Haydn.
Das tut er auch öfter schon. So, und hier hat das Fagott zunächst mal Bassfunktion, macht das, was die Bässe auch tun. Ja, die Bässe machen das, was alle tun. Das ist ein Unisono hier. Dann aber setzt er das Fagott hier als Spotlight sozusagen in der Mittelstimme ein. Die unscheinbare Bratsche wird hier unterstützt, wie so ein Scheinwerfer richtet er der Haydn das Fagott hier ein, um die Bratsche ein bisschen hervorzuheben. Ziemlich fantasievoll. Wenn Sie das Stück mal hören, denken Sie dran, das Fagott wird hier toll eingesetzt. Da ist es mal einen Moment lang quasi selbstständig, ne, fügt eine Stimme hinzu, die es hier unten im Satz nicht gibt, oder zumindest beim Ton E trifft das zu. Also der Haydn hat unglaublich toll instrumentiert im hohen Alter. Das sehen Sie gar nicht, dass das so toll ist. Und da muss man genau sich überlegen, wieso, weshalb, warum. So, hier wieder Bassfunktion und da wieder Verstärkung mit der Mittelstimme. Die Bratsche wird hier hervorgehoben im Fagott, nicht? Das ist das hier, ne? Das D wird hier, müssen Sie sich etwas verstärkt denken. Und so weiter. Ne? Dann geht die Flöte auch noch hier über und verstärkt die Bratsche. Ganz originelle Sache. Nächste Partiturseite wieder Bassfunktion und hier noch einmal das Hervorheben der Bratschenstimme. Originell gearbeitet. Das Kontrafagott hat eine lange Tradition, eine viel längere als man denn glaubt. Im klassischen Orchester zunächst mal ist nicht so häufig anzutreffen, aber schon in der Barockzeit gibt es das. Das Kontrafagott ist halt doppelt so lang wie das normale Fagott. Und dann haben Sie so ein Gerät von 6 Meter Länge, wenn Sie die B-Stürze montieren. Wenn Sie die A-Stürze montieren, sind es schon 6,30 Meter. Ein Halbton macht bei der Länge 16 Fünftel und das ist tatsächlich 40 Zentimeter da. Ungefähr 40 Zentimeter an der Stelle. Sagenhaft. Natürlich muss man so ein Instrument auf dem Boden stützen. Wie das Fagott besteht, ist aus drei Bögen. Das Kontrafagott hat aber mehrere Krümmungen jetzt, nicht? Also das ist wirklich aufgewunden, das Instrument. Das Schallstück ist nach unten gerichtet, so leicht nach unten gerichtet. Nicht da so kammermusikalisch elegant nach oben wie beim Fagott, sondern nach unten gerichtet. Fast wie so eine Bassklarinette, erinnert so ein bisschen daran, die hat das auch. Aber ein riesig langes Instrument. Nicht? Wenn Sie mal irgendwie der Schöpfung, der heidnischen Schöpfung sitzen, als Zuhörer oder im Zuschauerraum und sehen dann irgendwie so ein Gerät, was da in die Höhe ragt, das ist das Kontrafagott. Jedenfalls auf den historischen Instrumenten, die modernen sind, glaube ich, stärker gefaltet, da fällt das nicht so auf. Bereits in der Barockzeit fordern Bach und Telemann dieses Instrument. Bach liebte den fundierten, basshaltigen Klang. Das wissen wir aus seiner Orgelästhetik. Und das hat er wahrscheinlich auch in seinen Passionenkantaten so gewollt. Bei Telemann wissen wir das auch. Die Schöpfung habe ich gerade schon erwähnt. In der Kirchenmusiktradition ist dieses fortgeführt worden. Das Kontrafagott findet sich jetzt nicht in jeder x-beliebigen Sinfonie. In Esterhazy, da hatte das auch gar nicht wahrscheinlich, der Haydn. Warum auch? Und Fürst Esterhazy braucht ja kein Kontrafagott. Aber in der Schöpfung natürlich. Wenn da also wirklich profunde Dinge erzählt werden sollen, dann brauchen wir auch das Kontrafagott. Beethoven hat dann in die Sinfonik das Kontrafagott eingeführt, 5. und 9. Sinfonie. Merken Sie sich das, Beethoven hat die Instrumente erweitert, die Piccoloflöte, die Posaunen, den Posaunensatz in der Sinfonik und in der 9. und 5. Sinfonie eben auch das Kontrafagott. Was er nicht verwendet hat in der Sinfonik, ist das Englischhorn. Das hat er nur in der Kammermusik verwendet. Ich erwähnte schon, das Kontrafagott wird transponierend notiert, eine Oktave über dem Klang, wie der Kontrabass. Das ist so eine schöne Stelle, in der hier ist das Kontrafagott im großen Orchester, im großen Sinfonieorchester um 1900 etabliert. Ravel, Ma Mère Loire, meine Mutter, ganz. Und da gibt es einen Satz, die Schöne und das Biest, La Belle et la Bête, und da ist das Biest das Kontrafagott. Nicht? Und wenn das hier so steht, dann würde das eine Oktave tiefer klingen, da unten. Nicht? Und das mit so einem rauen, fagottartigen Klang. Jetzt stellt sich mal vor, der Kontrafagottist oder die Kontrafagottistin ist krank. Dann können wir Ma Mère Loire nicht ausführen. Nicht? Eine einzige Person kann das ganze Orchester zum Kippen bringen. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren wurde Ma Mère Loire gegeben von unserem Hochschulorchester. Oh, das ist schon lange her. Dürfte so 2006 ungefähr gewesen sein, roundabout, also vor fast 15 Jahren. Vielleicht waren es auch 15 Jahre. Sommerkonzert des Hochschulorchesters mit Toshiyuki Kamioka. Wir saßen, oder war das Kamioka oder war das sein Vorgänger? Das weiß ich gar nicht mehr.
Wir saßen im Zuschauerraum, draußen brach die Welt zusammen. Ein Gewitter, meine Damen und Herren, das haben Sie noch nicht erlebt. Ein gigantisches Gewitter. Ich hatte große Mühe, eine Dreiviertelstunde vorher in das Konzert zu kommen. Da regnete es schon aus allen Schleusen. Die Stadtautobahn war nahe der Überschwemmung, jetzt nicht wegen der Saar, sondern wegen des Gewitters. Man kam kaum durch. So, und um 19 Uhr ging es los und wir saßen da, es ging nicht los, es ging nicht los, es ging nicht los. Na klar, die Leute kamen einfach nicht zur Hochschule. Das war ein solcher Sturm, ein solcher Gewittersturm, dass das nicht möglich war. Dann habe ich hinterher mit dem damaligen Rektor, meinem Chef, ich war damals Prorektor, Thomas Duis, gesprochen und sagte, da habe ich ihm gesagt, ja, das hat ja ziemlich gedauert, bis die Leute mal alle da waren. Nee, wir mussten nicht eine halbe Stunde wegen des Gewitters warten. Es war kein Kontrafagott da. Das Werk sollte mit Mamère Loire beginnen, das Konzert mit diesem Werk beginnen und es war kein Kontrafagott da. Gott sei Dank half das Landestheater aus und irgendwie kam dann das Kontrafagott und das Stück konnte beginnen. Nicht das Gewitter, das fehlende Kontrafagott war schuld. Das klassische Orchester. Ich möchte jetzt das ein bisschen zusammenfassen, was in den letzten Veranstaltungen, in den letzten Videos, in den letzten Vorlesungen, wovon die Rede war. Das klassische Orchester besteht aus einer doppelten Bläserbesetzung. Ein bis zwei Flöten. Die Flöte ist nicht immer doppelt, aber zwei Oboen sind es eigentlich immer. Der späte Haydn, Mozart und dann standardmäßig Beethoven besetzen die Klarinetten. Zunächst noch ganz vorsichtig im Orchester. Die wussten auch nicht so viel, was sie ihren Klarinettisten zutrauen konnten, ab dem späten Haydn und Mozart zwei Klarinetten. Wir haben es gerade noch gesehen in der D-Dur-Sinfonie. Zwei Fagotte, ein Hörnerpaar, gerne zwei, wenn es eine Moll-Sinfonie ist. Auch dann später, auch manchmal in Dur-Sinfonien. Beethoven hat dann das dritte Horn, das vierte Horn dann eingeführt, aber in Moll-Sinfonien gern zwei Hörnerpaare. Warum, habe ich damals erklärt. Trompeten auch immer als Paar, Pauken sind immer zwei Pauken, ein Spieler zwei Pauken. Die Janitscharen-Instrumente, das sind vor allen Dingen große Trommel, Becken, Triangel, gerne auch sekundiert von der Piccolo-Flöte, Imitation der osmanischen Musik oder dessen, was man dafür hielt. Und dann die typische Streicherbesetzung, erste, zweite Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass auf einem System notiert, lassen sich nicht irritieren. Erst Beethoven notiert die gerne mal auf zwei Systemen, aber meistens werden sie kombiniert notiert. Also wenn ich sie frage, was sind das da unten denn für Instrumente in der Klausur, sagen sie nicht einfach erste, zweite Bratsche, Cello, sondern erste, zweite, Bratsche, Cello und Kontrabass. Was macht Beethoven? Ich habe es vorhin schon erwähnt. Er nimmt drei Hörner statt zwei. Das dritte Horn ist dann ein hohes Horn. Sie erinnern sich, 1, 3 ist hoch, 2, 4 ist tief. Später auch ein Hornpaar. In der fünften kommt die Piccoloflöte dazu und das Kontrafagott. Und das ist der erste Schritt natürlich zum dreifachen Holz. Und es kommen drei Posaunen dazu, Alttenor und Bassposaune. Piccoloflöte in der sechsten, in der Pastorale. Und dort auch Posaunen. In der neunten, neben der Piccoloflöte und dem Kontrafagott und drei Posaunen, dann das vollständige zweite Hörnerpaar. Wahrscheinlich, doch sehr, sehr wahrscheinlich, das erste Hörnerpaar oder eines von beiden mit Ventilen. Und dazu die Janitscharen-Schlaginstrumente, nämlich große Trommel, Becken, Triangel, das habe ich vorhin erwähnt. Das ist die neunte Sinfonie. Das sind Beethovens Erweiterung des Orchesters. Merken Sie sich das gut. Manchmal frage ich das ja in der Klausur. Was hat der Beethoven eingeführt? Das 19. Jahrhundert hat dann eine generelle Entwicklung zum drei- bis vierfachen Holz. Die Deutschen sind da etwas konservativer. Schubert, na, das ist ja noch ein Klassiker eigentlich, Mendelssohn, ein Klassizist, Schumann, Brahms oder früher Bruckner haben noch das zweifache Holz, aber schon gerne vier Hörner. Mendelssohn hat da Beethovens Anregung aufgegriffen. Zwei Hörnerpaare werden Standard, bei Schumann dann auch gerne schon posaunenstandardmäßig. Bruckner besetzt ab der 8. und 9. Sinfonie durchgehend dreifaches Holz, allerdings ohne die Nebeninstrumente, kein Englischhorn, keine Piccoloflöte, kein Kontrafagott bei Bruckner. Aber dafür dreifache Trompeten, der große schwere Blechbläsersatz, das wird Standard. Er nimmt die Tuba dazu als Eindickinstrument, als Bassinstrument, als Soßenbinder in der Blechbläsergruppe, aber in der Regel auch wirklich als Bassinstrument. Ich habe dazu mal was gesagt vor ein paar Veranstaltungen, Sie erinnern sich. Ab der siebten wendet er dann auch die Wagner-Tuben auf, Wagner-Tuben, die Hornisten und in der achten, neunten eben auch. Acht Hornisten, die aber nicht durchgehend Horn spielen, sondern eben zwischendurch auf die Wagner-Tuben wechseln. Im 19. Jahrhundert kommen die Nebeninstrumente dazu. Die Instrumente werden Bedeutungsträger. Es ist dann nicht unwichtig, ob der Wagner ein Hornquartett im Parsifal einsetzt. Wenn der Parsifal auftritt,
dann spielt irgendwer ein Hornquartett, weil das mit Jagd und Bogen und so weiter zu tun hat. Der Parsifal, dieser aufbrausende Junge, naja, eben nicht Intellektuelle, der Thor, wird durch das Hörnerpaar oder die Hörnergruppe, kein Paar, das sind dann schon vier ausgewachsene Hörner, charakterisiert. Der Waldvogel natürlich durch die Flöte, der Fafner durch ein, was ist es bei ihm, Tuba oder Kontrafagott, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. Ja, aber Klangfarben werden Bedeutungsträger. Das Englischhorn für melancholische Werte stehend und so weiter und so weiter. Klangfarben werden mit Bedeutung assoziiert. In Frankreich, da ist die Klangfarbe besonders wichtig. Die Franzosen haben ein Gefühl für Klangfarbe, für den Duft der Klangfarbe. Berlioz hat das Orchester erweitert. Franck Ducard, Debussy, Ravel, die stehen alle in dieser Traditionslinie. Die Piccoloflöte, das Englischhorn, gerade in Frankreich, die Bassklarinette ist gerne dabei. César Franck-Sinfonie hat das Englischhorn, hat die Bassklarinette, hat das Cornet à Piston, das Kontrafagott, das ist alles da beteiligt. Ich weiß jetzt nicht, ob in der César Franck-Sinfonie Kontrafagott besetzt ist, aber Bassklarinette auf jeden Fall, Englischhorn, Cornet à Piston. Neben den Trompeten diese weichere Form des Blechblasinstrumentes in der Sopranlage. Im 20. Jahrhundert haben wir die Entwicklung zu Riesenorchestern. Für seine Gurre-Lieder musste Schönberg sich eigens 32-zeiliges Notenpapier drucken lassen. Als ich studiert habe, da konnte ich einfach in das Musikgeschäft meines geringsten Misstrauens gehen. Das waren 200 Meter von der Hochschule entfernt. Da hatten die dann ihr Notenpapierdepot. Das war gar kein Problem. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich hätte gerne Noten bei ihr. Was hätten sie denn gern? Ja, 32 Zeilen. Und zack, hatte sie das. Und dann bekam ich das. Wenn sie heute Notenpapier haben wollen, dann fragen die gleich, was ist denn das? Notenpapier, gibt es das noch? Es gibt doch Computer. Egal. Also Schönberg hat sich das eigens drucken lassen, damit er sein riesiges Orchester in den Gurre-Liedern überhaupt notieren konnte. Bis zu vierfachem Holz, dicke Blechbläserbesetzung, Nebeninstrumente noch und nöcher, Basstrompeten und ähnliche Dinge, habe ich schon erwähnt. Im Zuge des Zweiten Weltkrieges hat man sich dann eines Besseren besonnen, einmal aus ästhetischen Gründen. Plötzlich war es wieder schick, für kleine Ensembles zu komponieren. Geschichte vom Soldaten habe ich erwähnt. Schönberg hat das aber auch getan, hat das auch nachvollzogen. Der große oder scheinbare, ich weiß nicht, Antipode von Stravinsky, ja, die waren schon Antipoden. Zusätzlich werden die Streicher immer stärker geteilt, nach 45 sogar solistisch. Es gibt viele Partituren, da wird jeder Streicher, wie gesagt, wir brauchen 6 Geigen oder 8 Geigen oder 10 Geigen, die werden bitte so und so und so und so geteilt. Penderecki hat das getan in seinen Partituren beispielsweise. Das ist nach 45. Erweiterung vor allem des Schlagzeugs allerdings. Das hängt auch damit zusammen, dass das Geräusch als Qualität entdeckt wird. Und im Zuge dessen allerdings auch die Notation. Die Notation der neuen Musik nach 45 ist ein Kapitel für sich, was wir jetzt hier und heute nicht abschließend klären können.